Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Zum Thema Seele könnte ich noch sehr, sehr viel sagen, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht notwendig. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine anschließende Frage, die der Fragesteller so nicht stellt, die man auch Fragen stellen könnte. Wenn es jetzt eine Seele gibt oder wenn dieses Wort vielleicht doch einen Sinn haben könnte, selbst im Zen, selbst im Buddhismus, dann könnte man weiter fragen, gibt es jetzt eine Seele oder gibt es viele individuelle Seelen? Im Christentum ist es, glaube ich, so, dass jeder von uns eine Seele hat. Es gibt zwar nur einen Gott, aber viele individuelle Seelen. Und die wurden sozusagen jeweils in einen Körper reingepackt. Und wenn der Körper stirbt, dann bleibt nur die Seele übrig, ne? Und die wird vielleicht zum Schutzengel oder sie steht dann beim jüngsten Gericht vor dem Richter und kommt entweder im Himmel, in den Himmel oder in die Hölle, ne? Während man in der esoterischen Szene und viele Buddhisten rechnen sich wahrscheinlich nicht dazu, aber manche vielleicht doch, ne? In der esoterischen Szene tendiert man ja eher dazu zu sagen, wir sind alle eins. Es gibt eigentlich nur ein kosmisches Bewusstsein. Das klingt natürlich sehr schön, ne? Dass wir alle nur glauben, Individuen zu sein und voneinander getrennt zu sein, aber in Wirklichkeit sind wir eins. Die Frage ist natürlich immer, was bedeutet das? Ne? Wenn wir in Wirklichkeit alle eins sind, wie kommt es, dass du nicht weißt, was ich zum Frühstück gegessen habe? Dass ich noch nicht mal weiß, wer du bist. Ne? Du weißt, ah, da sitzt der Muho in Osaka. Ich weiß noch nicht mal, wer dieser Zuschauer ist, wann und wo, der mir in diesem Moment zuguckt. Ne? Wenn wir alle eins sind, dann sollte ich das doch eigentlich wissen. Oder du solltest es auch wissen, wir sind ja eins. Ne? Wenn wir alle eins sind, woher kommt die Trennung? Ne? Woher kommt die Trennung? Andererseits, wenn wir getrennt sind, ja, wo ist denn diese andere Seele? Wo sind denn die anderen Seelen? Ne? Für die diese Frage wieder total unsinnig klingt, vielleicht macht sie mehr Sinn, wenn man sie wieder auf die Zeit bezieht. Ne? Ich glaube, keiner von uns würde bezweifeln, dass es verschiedene Zeitpunkte gibt. Also der 20. Juli ist nicht der 21. Juli und das ist auch nicht der 22. Juli. Es gibt verschiedene Tage und an diesen Tagen passieren verschiedene Dinge. Und wenn der 20. Juli ist, dann sind der 21. und der 22. noch Zukunft. Und wenn der 22. Juli ist, dann ist der 20. und der 21. in Vergangenheit. Ne? Es gibt nur ein Jetzt. Es gibt immer nur ein Jetzt. Und wenn der 20. Juli jetzt ist, dann sind alle anderen Tage nicht jetzt. Oder sie sind Teil dieses Jetzt, aber als Vergangenheit und als Zukunft, nicht als Gegenwart. Ne? Jetzt könnte man sich aber fragen, ja, gibt es viele Jetzte, nämlich für jeden Tag und für jede Sekunde, genauer genommen, ein Jetzt. Und wenn ein Jetzt vorbei ist, dann beginnt das nächste Jetzt. Oder gibt es im Grunde nur ein Jetzt? Es gibt nur eine Gegenwart, ne? Und alles, was sich ändert, ist der Inhalt des Jetzt. Also das Jetzt wäre sowas wie die Leinwand. Und der Film, der sich auf der Leinwand abspielt, ne, der ändert sich. Aber die Leinwand selbst ist immer dieselbe. So könnte es ja auch mit der Seele sein, ne? Und in dem Sinne könnte man natürlich auch sagen, wir sind alle eins. In dem Sinn kann man natürlich sagen, wir sind alle eins. Ne? Also der, der in diesem Moment hier vor der Kamera sitzt und sich vorstellt als Muho aus Osaka, das ist natürlich ein anderer als der, der
in jenem, deinem Moment, in deiner Gegenwart zuguckt, du bist eine andere Person. Du heißt anders, du sitzt an einem anderen Ort. Ne? Aber das könnte ja ein ähnlicher Unterschied sein wie zwischen dem 20. Juli und dem 22. Juli, zwei verschiedene Tage. Da passieren verschiedene Dinge. Aber wenn der 20. Juli Gegenwart ist und wenn dann der 22. Juli Gegenwart ist, woher nimmt man die Sicherheit zu behaupten, das sind zwei verschiedene Jetzte? Man könnte genauso gut sagen, es ist dasselbe Jetzt. Ne? Und genauso gut könnte man sagen, es gibt eigentlich nur eine Seele. Es gibt genau eine Seele, nämlich diese. Diese Seele, in der sich die Welt abspielt. Ne? Aber okay, das ist Esoterik. Ne? Da muss man nicht mit. Und ohne Seele ist Zen durchaus möglich. Ne? Also Zen ist ohne Seele nicht unvollständig. Eigentlich wollte ich nicht mehr viel zu diesem Thema sagen. Jetzt habe ich schon wieder über 6 Minuten geschwurbelt. Es geht weiter zu einer Frage, die, ich glaube, eine wichtige Frage ist, obwohl ich die Befürchtung habe, nicht allzu viel Schlaues dazu sagen zu können. Denn ich habe mir diese Frage so nie gestellt. Trotzdem werde ich versuchen, etwas dazu zu sagen. Es geht um Tod und die Angst vorm Tod. Gestern, ganz plötzlich, überkam mich eine große Angst, als ich mir ein Video über Nahtoderfahrungen anschaute. Ich glaube manchmal schon, dass das, was meinen Körper verletzt, verlässt die Seele vielleicht, in irgendeiner Weise weiter da ist. Was mich beängstigt, ist die Vorstellung, dass diese Seele unendlich ist, frei von Raum und Zeit, als wäre da nur noch ein einziges Bild, Stillstand. Doch kann ich diesen Zustand, auch wenn ich tot bin, noch erleben? Für mich wäre dieser Zustand eine Qual, und nun habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine tiefe Angst vor dem Tod. Ich bitte dich um eine Bezugnahme auf meine Nachricht. Ich wäre dir sehr dankbar. Auch hier ist von einer Seele die Rede. Und ich habe ja schon gesagt, ja, ich bin mir da nicht so sicher, ne, ob es die Seele gibt und wenn ja, was das genau bedeutet. Ne? Und ob es jetzt jeder von uns eine individuelle Seele hat oder ob es vielleicht nur eine einzige Seele gibt, so wie die Leinwand. Ne? Was der Fragesteller hier zu sagen scheint, ist, dass während des Lebens sozusagen der Film läuft und ich bin eine Figur im Film, aber dann, wenn ich sterbe, bleibt der Film sozusagen stehen und da ist nur noch die Leinwand oder da ist dieser einsame Zuschauer und der muss sich dann für alle Ewigkeiten dieses stille Bild angucken. Ne? Das ist natürlich eine erschreckende Vorstellung, ne? Die ich allerdings so nicht teilen kann. Ne? Also ich habe mir den Tod so nie vorgestellt, beziehungsweise es gibt viele berühmte Zen-Meister und auch weniger berühmte Zen-Meister, die genau durch die Angst vor dem Tod auf den Weg gekommen sind. Ne? Also ich glaube, bei Hakuin wird auch gesagt, dass es schon als Kind bei ihm die Angst vor dem Tod war. Oder Jeff Shore ist ein Amerikaner, der in Kyoto wohnt, aber auch, ich glaube, jährlich auch Deutschland bereist, um da Sessions zu machen. Also mit dem Jeff Shore habe ich vor 25 Jahren in Kyoto im Tofugoji zusammen gesessen. Der hat auch ein Buch auf Deutsch rausgegeben. Ich glaube, das heißt Leben ohne Selbst. Auf Englisch ist es Living Without Self. Und da gibt es auch ein Kapitel, in dem er über seinen eigenen Weg zum Zen spricht, ne, und über diese Erfahrung als Kind ebenfalls. Er konnte eines Nachts nicht einschlafen und das war die Angst vor dem Tod, die ihn nicht einschlafen ließ. Ne. In meinem Fall war es eher umgekehrt, die
Angst vor dem Leben oder die Frage, warum überhaupt leben? Warum diese Langeweile? Warum diese Jahrzehnte über sich, wie sagt man, ne? Diese Jahrzehnte aushalten müssen, wenn ich schon heute sterben kann, ne? Warum sich das überhaupt antun, ne? Bei mir war es eher immer die Frage, warum nicht Selbstmord begehen? Warum bin ich überhaupt geboren worden? Dieser Fluch des in der Welt Seins. Womit habe ich mir das verdient? Und es war dann eher Trost, wenn ich mir sagen konnte, ja spätestens in 100 Jahren, spätestens in 100 Jahren wird es vorbei sein. Ne? In meinem Fall war es eher umgekehrt. Ne? Beziehungsweise, es gibt ja auch Leute, die vielleicht sogar als Erwachsene lieber total übermüdet wach sind, als zu schlafen. Ne? Während ich habe nie Probleme mit dem Schlafen gehabt. Ne? Ich schlafe gerne. Und die Vorstellung, dass ich irgendwann mal dann einschlafe und überhaupt nie wieder aufwache, ich verstehe ehrlich gar nicht, wo das Problem dabei ist. Ne? Denn ich weiß zwar nicht, was nach dem Tod passiert, ne? Und ich weiß auch nicht, wie das mit der Wiedergeburt ist, wie ich immer wieder gesagt habe. Ne? Aber es gibt von meiner Warte aus nur zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder nach dem Tod ist nichts mehr, dann gibt es auch nichts, wovor man Angst haben muss, oder wir kommen zurück in diese Welt. Und dann ist ja alles beim Alten. Okay, ich bin vielleicht ein anderes Wesen, ne? Aber ich bin wieder zurück in dieser Welt oder das Licht ist aus, ne?